Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Absolver im Koop. Wir sind auf der Suche nach Bossen. Ja. Es gibt so ein paar Areas, wie zum Beispiel das Dach da gegenüber. Da sind auch Gegner drauf. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Da waren wir schon. Ich war da schon. Einfach hinlaufen. Auf dem Dach? Treppe rauf, da waren wir schon. Das ist alles bekanntes Gebiet, da waren wir schon. Echt? Ah ja, hier geht's Treppe hoch. Ja, es waren so die ersten, die wir in diesem Gebiet hier platt gemacht haben. Du platt gemacht hast? Huch. Nicht runterfallen. Doch, er fällt mit runter. Scheiße. So, der ist weg. Wo könnte ein Boss sein, wenn ich ein Boss wäre? Also, ja, unten im Hafen. Ich bleib dabei. Wir waren nämlich da hinten noch nicht. Siehst du das da im Hafen? Da die... Okay. Ja, machen wir mal. Du hast gleich 4 Gegner. Wenn du mithelfen würdest, dann wäre das einfacher. Die sind aber auch tatsächlich irgendwie nicht ganz so hart wie die in dem anderen Gebiet, oder? Also auch selbst wenn du getroffen wirst, hauen die nicht so rein. Ja, außer der da. Pass auf, das Wasser kann er umbringen. Die können nämlich nicht schwimmen. Klar. Oh, ich kann nicht schwimmen. So, da drüben, da waren wir noch nicht irgendwie. Da weiß nicht, wie wir da hinkommen, meinst aber du, da ist, waren wir noch nicht. Meinst du, das ist ein Gebiet, wo man hinkommt? Das sieht nämlich aus wie Grafik. Ja, für mich ist das ein Gebiet. Grafik ist ein Gebiet, so. Minimap wäre toll. Weil da drüben waren wir auch noch nicht. Also, was soll der Geiz? Ja, genau, da will ich auch noch hin. Das ist genau mein Problem. Ja, die Frage ist doch, das will ich... Tja... Liebe Zuschauer, wir sind etwas planlos. Inzwischen also es ist sehr japanisch, gesehen, man ne? muss rumrennen und irgendwie entdecken, wo Gegner sind und den Weg. Wer ihn nicht kennt, der hat halt verloren. Au. Wo bist du? Ja, hier so. Ich weiß noch nicht, wie es... Schreib mal. Ich bin auf der Akai-Mauer, bin ich jetzt. Also eine Etage höher. Ja, du bist in die andere. Du bist natürlich links lang gelangt und ich bin natürlich rechts abgebogen. Ist klar. So. Und du? Was ist hier denn mit dieser Fallbrücke hier? Waren wir hier schon? Bestimmt. Weil die sieht A, cool aus und B, weiß ich nicht, dass wir schon... da steht einer. Da ist doch einer. Ich hab ein Schwert, pass auf. Hinter dir ist noch ein Gegner. Echt jetzt? Ja. Der hat einen Namen. Ich habe einen gefunden. Den 4. gezeichneten. Toll, ich habe gewonnen. Wollte ihn aber gar nicht haben. Ich hau das Schwert weg. Ich hau dich einfach platt damit, ey. Ich geh ein bisschen weg. Entschuldigung. Jetzt kommt die Karte wieder. Fupp. Hey. Hey, hast du das gesehen? Wir hauen ein um und alle sind weg, verstehe ich nicht. Wir haben eine Grafik bekommen und diese Grafik sagte gerade, dass wir alle in diesem Gebiet umgebracht haben. Ja, und ich frage nochmal, wir haben gerade einen getötet und auf meiner Map sind gleichzeitig 4 Punkte verschwunden. Hä? Ich sag's nochmal, hä? Nee, das war... Vielleicht haben wir ja schon ein paar andere schon platt gemacht. Wir haben sich gepeilt. Nein, ja, aber das hätte er doch uns sagen müssen, oder? So mit 8er gezeichneter, 79er gezeichneter, 120 angemalter und sowas. So, dann würde ich erstmal zurückkehren zum Meditationsraum. Nein, ich gehe zur Tür. Zur Tür? Bist du echt zum Meditationsraum? Ja, klar. Aber zur Tür. Ja, wir können jetzt die Tür aufmachen. Die Tür geht nicht auf, weil wir nicht alle weg haben. Du hast mir gerade erzählt, es sind alle Punkte weg auf der Map. In diesem Bereich. Aha. Yeah. Running. 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 Jetzt running. Läufst du auch, wa? Running. Jetzt bin ich langsamer. Warum? Ausdauer. Oh nö, nicht schon wieder, oder? Sind wir zu schnell? Mag uns das Game nicht? Da haben wir Erfolg auch gehabt und plötzlich war es weg, ne? Dann plötzlich kam er weiter. Hä? Tja, soll ich sagen. Wir verstehen das Spiel noch nicht. Also hier können wir nichts machen, wir müssen einen anderen Schrein haben. Nutzt nichts und ich würde wirklich zur Tür gehen, da ist auch irgendwo ein Schrein gewesen auf dem Weg dahin. Du kennst den Weg zum Schrein? Ich bloß den Weg nicht wieder. Davon ja, nee. Also von unserem Mittelraum könnte ich den Weg sagen, aber...
von hier ist ja, es ja, eher da, da, das ist nur um die Ecke, das ist nur zweimal abgebogen, aber jetzt müssen wir wieder komplett zurück. Bist du mal, bei wir, gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal hier oben, in den, da ist ja auch ein Meditationsschrein, da oben in diesem Gebäude hier oben. Ist das so? Ja. Aha, das erinnere ich zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ja, wir haben vor 5 Minuten da jemanden platt gemacht drin. Müssen wir mal hier hoch? Das ist 5 Minuten, weißt du, wie lange mein Gedächtnis reicht? 10 Meter. Was war das? Irgendwer haut, schlägt, sticht gerade? Also ich hab's gehört. Also das hat nicht. Pump gemacht. Ja, das ist nur ein normaler Dude hier. Zu zweit sind sie aber jetzt. Ein Schüler und sein Padawan. Ein immer. Schüler und ein Padawan. Oh. Entschuldigung. Warum? Er lockt jetzt automatisch auf dich ein. Ich wollte das gar nicht. Okay. Siehst du, er lockt sofort auf dich ein. Der letzte Schlag hätte dir voll die Fresse poliert. Ich hasse sowas, Leute. Ganz ehrlich. Lasst so einen Quark. Hier ist der Schrein. Wenn ich jemanden anvisieren will, will ich ihn. Wo bist du? Er ist weg. Er nein, ich, ist stumpf. Stopp. Ich drehe mich einmal nein, um. Dich, er ist weg. Also, wo du da. Stopp. Gehör ich jetzt wieder zurück? Wo wir gerade gekämpft haben? Wo wir gerade gekämpft haben, ist hier. Ja, genau. Jetzt geh mal. Ja, genau. Ich habe dich gerade gesehen. Da, stopp. Siehst du mich? Hallo? Ja. Ja. So, und dann. Ich drehe mich ein einziges fucking Mal um. Ich dachte, du wärst hinter mir. Dann bin ich runtergesprungen und dann bin ich hier rübergegangen. Ein einziges fucking ever Mal drehe ich mich um und zack ist er weg, ey. Ja, aber auch mein nur, weil dieser Bug da ist, wo dass man da nicht, ne? Und ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Vielleicht ist das auch gewollt. Ich weiß das nicht. Was haben wir denn hier? Jäger, oha. Schütze. Er macht mich langsamer, aber die kann deutlich mehr ab mit dem Scheiß. Und mein Schaden geht nur um 0,6 runter. Aber er macht mich um 1 langsamer. Nett. Ja, komm, ich mach das. Ich mach das. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Option, die ich habe. Ich hatte das Rissbeinkleid, meinst du, ja? Hast du es auch genommen? Ja, und der macht wieder 0,1 Schaden mehr, gibt dafür aber Schlag wieder runter. Nee, das machen wir nicht. Was macht der? Oh Gott, was haben wir hier? Der macht nix außer schlechter. Der macht auch nix außer schlechter. Ich habe bei den Kräften ein Symbol. Also da, wo die Ausrüstung ist, kannst du auch Waffe schalten. Oben die Tabs, ne? Und auch Kräfte. Ja, da ist dieses Ding, was ich schon gesehen habe in meinem habe ich jetzt betäubt dein Ziel und erhöht sein Gewicht für kurze Zeit. Das ist langsamer, soll das denn heißen. Oder gibt's eine andere? Und ich habe noch eins. Schockwelle. Ja. Die in der Scherbe angesammelte Spannung wird plötzlich freigesetzt und stößt alle Gegner um den Anwender herum zurück. Kostet mich 2 und Schwerkraft kostet mich auch 2. Und ich habe, was bezahle ich denn dafür? Keine Ahnung. Also, was nimmst du? Müllers Kuh. Hallo? Ja, ich... Also ich habe jetzt, so wie es eigentlich auch war, ich weiß bloß immer noch nicht, wie ich es aktivieren soll, Herz heilen und das Ding mit dem Pfeil nach unten betäubt die Gegner und macht bla bla bla. Jetzt muss ich auch kurz gucken. Ich habe eine Mücke hier. Jetzt habe ich heilen, Schockwelle und den Handschuh wieder. Aber meditieren. Wie ein Trottel. Vitalität einmal hochziehen. Bedanken und ich habe vergessen, man kann sich auch hier die Minimap angucken. Und wie sieht es da jetzt aus? Auf der Area, wo wir uns gerade befinden, ist nichts. Sage ich doch. Ja. Aber wir kommen ja nicht raus. Wir kommen also, aus. Ich weiß, wie wir nochmal zu diesem Turm kommen. Wir müssen einmal das Gebäude hochlaufen. Und da war eine Treppe nach oben. Kannst du dich daran erinnern? Aber das machen wir nicht in dieser Folge. Du hast so recht. Okay. Bis dann. Jo, tschüss.